Und wir sind wieder zurück in der Vanishing of Ethan Carter, Folge 4, auf der Brücke. Und ab hier weiß ich nicht mehr, was passiert. Gehen wir. Den Baum auf einem Staudamm, sehr schön. Auch noch nicht gesehen. Schön. Echt. Auch mit den Reflexionen im Wasser, das Wasser generell, die Sonne. Da kann man so viele Screenshots machen. Alle samt wären sie geil. Also, habe ich noch nicht gesehen. Ist hier irgendwas? Eine Bank. Okay. Wir gehen mal weiter. Das kleine Dörfchen da drüben. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Na, jetzt hat er neu geladen. Sind wir denn hier? Von Weitem hat es ja alles so schön ausgesehen, aber jetzt haben wir hier so ranzige Buden. Ich gehe mal hier hoch. Schau mich hier ein bisschen um. Was uns hier erwartet. So ein paar Mikroruckler. Ich glaube, ich stelle mal hier was runter. Mal gucken, ob es was bringt. Ja, das vielleicht mal auf. So, danke. Mal schauen, ob es was bringt. Oder ob das von der Aufnahme kommt, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, was ich vergessen habe, es ist auch ein Horror-Adventure. Detektivspiel, das heißt, es kann auch etwas gruselig werden. Ich weiß nicht, was kommt. Aber es kommt ein Brief. Gott sei Dank. Aha. Wir lesen. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich! Großer Gesandter, Fakalor. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen und meine Feinde zu verwirren. Um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und liest. Und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Eglon, Tetragramm, Vation, Stimulamaton, Esphares, Tetragrammaton. Ich lese das jetzt nicht weiter durch, weil das ist alles, ist anscheinend eine Art Zauberspruch. Nein, eine Art Gebet. Zum Schluss steht Amen, okay. Könnt ihr euch ja durchlesen, ich mach's nicht. Wir legen es zurück. Nee. Ich gehe erst mal hier lang. Geht's hoch? Ist nix. Ach, wie cool das ist. Mit der Treppe hier. Ist ja auch nice. Echt.
Was haben wir denn hier oben? Nochmal so eine Tür. Aber ich will da nicht rein. Ach, wie toll. Die Sonne ändert wirklich ihren Stand mit der Zeit. Aber ich glaube, erst wenn wir irgendwo langlaufen. Nicht, wenn ich jetzt hier stehe, dass sie dann wandert. Denke ich jetzt nicht. Hier haben wir das Wappen, glaube ich, wieder von gerade eben. Ich gehe erstmal da unten rein und nicht da oben. Ich muss mich jetzt trauen, da durchzulaufen. Ich weiß nicht, was passiert. Wenn ich nur wüsste, was sich verändert. Es sind überall diese Türen. Es ist nochmal eine. Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Ob ich die alle der Reihe nach durchklappern soll. Ich gehe mal hier durch. Das ist jetzt eine Art Labyrinth. Die Musik ist cool. Huch. Ich verstehe es gerade nicht. Ach, wir müssen die freischalten. Ach, so. Oder wo habe ich das jetzt? Ist das jetzt so richtig? Ich weiß es jetzt nicht. Ist hier noch? Nein, hier ist es nicht mehr. Ich habe es, glaube ich, jetzt freigeschalten, aber... Aber was soll ich jetzt hier? Was soll ich jetzt machen? Kann ich nichts machen? Kann ich auch nichts machen? Hier kann ich nur auf den Balkon. Ich bin gerade etwas überfragt, was ich jetzt tun soll. Ob ich jetzt in allen Häusern das freischalten muss? Hat sich hier was verändert? Ah! Ich glaube, ich weiß. Alles so. Es passt einfach. Es ist echt unglaublich, was die hier gemacht haben. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen Hinweis darauf. Was wir hier machen können. So, nach da hinten. Mein Gott. Echt tolle Welt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Fahrstuhl? Es scheint so, ne? Ja. Den müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie antreiben. Plus, weiß ich nicht wie.
Das Spiel lässt uns jetzt auch ganz alleine. Eigentlich müssen wir ja nur erforschen ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ach nice, das ist Abbruch. Ihr Erdrutsch. Ist ja geil. Sogar an das haben die gedacht. So Details. Die Vögelgeräusche. Wunderbar. Ich bin gerade echt überfragt, was wir jetzt tun sollen. Ob ich jetzt hier einfach nur ein bisschen rumlaufen muss und auf irgendwas stoße. Oder ob wir hier schon Ethan finden. Ich glaube, er heißt ja Ethan. Ach nee, jetzt sind wir in dem Haus. Ach so. Jetzt macht das natürlich Sinn, ne? You can feel it, right? Wow. Something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Mein Gott. Sind die jetzt also im Wandegriffs? What did you do? Wow. What did you wake up? Nothing. I found a room. I walked. Ach, ich muss da drin bleiben. Oh, das ist jetzt natürlich schade. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. Ah, ein Zettel. Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Jet war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Ah, hier haben wir den Opa wieder. Okay. Es ist jetzt ärgerlich, dass ich die Textstelle verpasst habe. Ist hier was? Nein, you need to doch. Talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Wir kriegen hier jetzt gerade viele Leute. Neue Leute zu hören. Ich glaube, die sind hier alle auf dem Bild. Muss ich nochmal lesen. Na, da stehen nicht die Namen drauf, sondern nur. Familienbezeichnungen. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Ich habe das Gefühl, dass wir gleich auf diesen Sleeper treffen. Ich habe auch nur leicht Angst. Have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Sind alle verrückt. Sind alle verrückt. Okay. Waren wir hier? Ja, hier waren wir schon ein bisschen hoch. Ich will nicht. Ich höre vor allem Schritte. Sie sind nicht von mir. Glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Okay, hier können wir nicht rausgucken. Oh oh. Not my fault. I didn't mean for any of this to happen.
Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll hier. Ob ich jetzt auch überall war, weiß ich auch nicht. Hier sind überall dieses Zeichen hier. Wenn wir mal drauf achten. Hier hört die Musik wieder auf. Ich glaube, wir waren hier jetzt überall. Ja, wir waren hier überall. Ich weiß jetzt echt nicht, wo wir hin müssen. Wir haben keine Aufgabe. Wir haben echt gar nichts. Wir haben nur diese Textzeilen, die wir vielleicht suchen müssen. An bestimmten Fixpunkten, die irgendwo versteckt sind. Aber in diesem Haus, da war ja nur dieser komische Teleportationsraum. Komisches Zeug. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier haben wir das Stromhäuschen wieder. Hier kann man nichts machen. Hier ist nichts. Hier ist ein Texturenfehler. Tja. Schauen mal da unten bei dem Häuschen, ob wir da etwas finden. Schauen wir mal hier. Das hat ja bestimmt auch eine Bewandtnis, oder? Anscheinend nicht. Ist nur ein Texturklotz. Ich will da jetzt eigentlich nicht weitergehen, weil ich glaube, hier ist noch was. Ich gehe nochmal in das Haus. Guck, ob ich jetzt da Textfetzen finde. Vielleicht auch nicht gehört habe. Anscheinend nicht. Hier ist nichts. Es ist nur, wenn ich dieses Blatt aufhebe, dann wird wahrscheinlich dieser Zauberspruch hier, da unten, von ihm gesagt. Da ganz unten. Siehst du? Und jetzt kommt hier wieder. Das da. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Und ich glaube, dass wir das, könnt ihr schon ahnen, in der nächsten Folge herausfinden werden. Bis dahin. Ciao.